Moin moin mal wieder und weiter geht's mit Thronebreaker für die Switch. Jetzt letztes Video haben wir den reißenden Strom, das Rätsel gelöst. Oh, da hinten ist eine Schatzkiste, die wollen wir haben. Was es heute noch gibt hier. Wir müssen immer noch zum Clayton anwesen. Oh, neue Markierung, neuer interessanter Ort. Fragen wir ihm, was er will. Meine Herren, der Marsch hat die Männer strapaziert. Eine kurze Ruhepause in dieser Herberge würde ihn gut tun. Kaum etwas stärkt die Moral wie Musik. Gute Idee. Nicht gut? Jetzt ist die Moral wieder oben, wie man oben sieht. Ich habe jetzt auch nichts anderes hier gesehen. So, hier mal kurz raufgehen. Noch einen. Da unten seht ihr, da müssen wir hin. Zu dem hier, ne? Clayton-Anwesen. Ist ja nicht mehr so weit. Reden wir mit ihm nochmal hier? Zur Hochzeit, Majestät. Überquert die Brücke und reitet dann schnurgerade aus. Ich habe Honig für das Paar mitgebracht. Möge ihr neues gemeinsames Leben ebenso süß sein. Ach, was für ein Typ. Tanz bis zum Tod, oh... Tanz bis zum Tod, oder... Oh, es gibt eine Falle hier drüben. Ah, guck mal. Die Königin kommt. Sie wird die Banditen zerschmettern und uns retten. Was? Es riecht nach Rauch. Die Streuner haben wohl was ange... Also, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir gehen jetzt zum Clayton-Anwesen, weil wenn wir jetzt hier die ganze Zeit rumreisen, dann kommen wir da, glaube ich, nie an. Da unten ist das Clayton-Anwesen, glaube ich, ne? Wir gehen hier rüber. Und da unten runter. Kann nicht sein, dass wir jedes Mal hier so... Ich brauche, wenn so abgelenkt von den anderen Quests, die hier kommen. Oh. Dort, die Rauchsäule. Verflucht nochmal. Beeilung. Als Claytons Anwesen hinter den Bäumen auftauchte, wussten Königin und Gefolge sofort, dass sie zu spät kamen. Der Hof wimmelte von Banditen. Wen haben wir da? Seht nur, Männer, die Königin höchst selbst lässt sich herab, uns zu besuchen. Mhm. Euch zu besuchen und zu töten. Die Streuner von Spalla, bist du ihr Anführer? Nennt man dich den Herzog der Hunde? Diesen Namen trage ich und noch weitere. Prinz der Parias, Graf der Gauner, Baron der Briganten, Marquess der Militanten. Wie farbenfroh. Nur ein Titel fehlt. Gemeiner Halsabschneider. Ich muss doch sehr bitten. Ich bin alles andere als gemein. Kein Grund zur Aufregung, Caldwell. Wo ist der Herr von Clayton? Leider ist er nicht mehr unter uns. Er hat uns abgewiesen, uns das heilige Gastrecht verweigert. Und die Götter damit erzürnt, scheint mir, da prompt ein tragisches Ende fand. Er fiel in den Brunnen und brach sich den Hals. Genug! Zu den Waffen! Angriff! Oh, jetzt geht's ab. Gucken, ich glaube, der ist nicht so leicht, der Typ. Mavis-Soldaten waren gestählte Krieger, die schon viele Kämpfe und Kampagnen hinter sich hatten. Doch die Streuner von Spalla bereiteten ihnen Schwierigkeiten. Diese Briganten kämpften nicht wie üblich mit Schwert oder Speer, sondern mit Henkers Äxten, Nagelbrettern und Folterinstrumenten, wobei sie heulten wie Wildhunde, Gesichter mit grässlichen Gefangenenmasken bedeckt. Optional ist Töte Gaston, Herzog Hunde, kreise Gaston mit schlagkräftigen Einheiten ein. Na super, bin online gekommen. Habe ich es gar nicht ausgestellt, was? Gehen wir mal rein. Bin ich ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Die Schlacht dauert nur eine Runde. Die kommen weg. Okay, das reicht, glaube ich. Ja. Also Jungs, lasst uns das die Königin so ein bisschen aus wie Robin Hood. Bist du verrückt? Nicht. Bleib zurück. Es ist eine Art alchemistisches Gebräu. Was ist das da unten? Hat er gemacht bei uns unten? Ist vom Beginn des Zugs die Gesamtstärke der Übernachtung eine höher als die Stärke dieser Einheit, erhält diese drei Schaden.
jeden Zug zu Beginn des Zugs in einer zufälligen Position erfüllen. Aber nein, ach so. Dieses Ding. Okay. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Das ist nicht blöd, ne? Sieh an. Glückwunsch. Wird Zeit, dass ich dir Respekt beibringe. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ja, nicht. Aber ein paar kann man noch versuchen, oder? So. Füge allen Einheiten einer gegnerischen Reihe Schaden in Höhe der Rüstungseinheit zu. Ah, ist natürlich blöd, das jetzt einzusetzen. Aber... ich muss den leider einsetzen, glaube ich. Blöde. Okay, warte. Aber jetzt müsste ich doch... Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Ich kann auf ihn nicht schießen. Das ist ja bescheuert. Ah, Mist. Falsch gedacht gerade. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Boah, guck mal, wie viel Schaden das alles nimmt. Keine Zeit. Noch so ein blöder Spion. Ziel, aber was soll's. Los, hopp, hopp. Für Rivien! Mann. Ein Bolzen, mehr brauche ich nicht.
ich glaube, das... Killt kriegen wir den Gaston, glaube ich, nicht. Aber... Ja. Ah. Was passiert? War jetzt nicht so schwer, aber es ist... ich habe ja eher darauf getrimmt, den Gaston zu zerstören. Das war nicht so klappte, wie man sieht. Bravo, Majestät. Gut gemacht. Das kann ich von dir leider nicht sagen. Du wärst besser im Kampf gestorben. Jetzt wartet in Lyra der Henker auf dich. Trefflich. Ich wollte schon immer Lyra sehen. Du bist reichlich selbstsicher. Es gibt schon lange eine Schlinge für mich, Majestät. Doch hier stehe ich mit heilem Hals. Meine Drohungen sind nie leer, Gascon. Und wenn du zu fliehen überlegst. Nun, aus dem Schloss Kerkalyras ist noch keiner entkommen. Das hoffe ich doch. Es wäre der Mühe nicht wert, der Zweite zu werden. Ja, ist richtig. Ah, bringt ihn weg. Als die Soldaten den Herzog der Hunde in Fesseln schlugen, gab es plötzlich Aufruhr. Ein Bote rannte herbei, verschwitzt, keuchend und nach Blut und Rauch stinkend. In seinem Blick lag blanke Panik. Majestät, Herrin, Nilfgaard hat die Jaruga überschritten. Die schwarzen Horden, Dörfer brennen, es gibt Tote. Nilfgaard? Götter, steht uns bei. Sie marschieren auf Dravograd. Prinz Wilhelm, er kann uns nicht rechtzeitig erreichen. Helft uns, ihr müsst. Dravograd, verdammt nochmal. Hör genau zu, Soldat. Nimm dir ein frisches Pferd und reite ebenso schnell zurück zu deinem Kommandanten. Sag ihm, dass die Königin kommt, um den Feind zurückzuschlagen. Herrin, verzeiht. Wir sind nicht viele. Lasst uns zuerst nach Verstärkung schicken, sonst... Renard, ich habe Nilfgaards Triboke in Aktion gesehen. Wenn wir auf Verstärkung warten, bleibt in Dravograd kein Stein auf dem anderen. Wir müssen sofort aufbrechen. Meve stieg auf den Turm des Anwesens, während ihre Männer den Abmarsch vorbereiteten. In der Ferne stiegen schwarze Rauchsäulen auf und neue kamen dazu. Noch ein Haus, noch ein Hof, noch eine Mühle ging in Flammen auf. Tränen stiegen Meve in die Augen. Tränen des Zorns. Bastarde! Wenn sie Krieg wollen, sollen sie welchen haben. Renner! Wir reiten! Diese Karte wurde der Armee hinzugefügt und kann im Kommandozelt gefunden werden. Rivian Breitschwert. Kannst du mir wieder eine neue Waffe geben und somit auch ihre Fähigkeiten verändern. Oh, das ist ja cool. Wählen Sie auf der oberen linken Ecke. Machen wir gleich. Dann sammeln wir ein bisschen was ein hier. Er ist Bandit. Oh, ich werde gedrückt. War nicht meine Absicht. Raus. Meves Streitkraft sah sich plötzlich einem nilfgaardischen Trupp gegenüber. Zum Erstaunen der Königin wies der Trupp jedoch keine Schlachtformation auf, sondern näherte sich dem königlichen Gefolge friedlich. Der Anführer war edel gekleidet und verströmte nicht nur Moschusparfum, sondern auch extremen Stolz. Ich bin Treherrn Vaadvithir, Eure Majestät. Ich wurde beauftragt, Eurer Hoheit das Ultimatum der Streitkräfte des Kaiserreichs Nilfgaard zu unterbreiten.
Der Gesandte brach das Siegel einer Schriftrolle, die er nach einem Atemzug zu verlesen begann. Ich, General Ardal Ebdahi, verlange die sofortige und bedingungslose Kapitulation von Lyrien und Rivien. Anderenfalls werde ich alle Städte, Dörfer, Weiler und Tempel niederbrennen, eure Untertanen in Ketten legen lassen und eure Bewaffneten gefangen nehmen und an den Straßen aufhängen lassen, zur Warnung für die anderen Barbaren des Nordens. Als die letzte Drohung ausgesprochen war, verstaute der Gesandte die Schriftrolle wieder und stand in Erwartung von Mewes Antwort höhnisch grinsend. Er gestattete sich diese Insolenz, weil er glaubte, seine Immunität würde ihn vor dem Zorn der Königin schützen. Greif mir an. Seine Exzellenz liegt ganz richtig. Wir hier im Norden sind Barbaren, samt und sonders, antwortete die Königin. Obwohl sie ruhig blieb, lief es den meisten Umstehenden kalt den Rücken runter. Die Standards der zivilisierten Welt sind uns fremd. Wir pfeifen auf sie. Auch auf die Immunität von Gesandten. Auf sie! Wo bin ich? Nein, geht ja auch nicht. Nilfgaardische schwere Infanterie und Nilfgaard, wir haben im Norden keinen guten Ruf. Und Anblick ihrer schwarzen Rüstung, das Geräusch der Flügel an den Helmen lösen Panik aus. Freiwillig Gesandte in Sand und Seide wirken weniger bedrohlich. Doch das täuscht. Ihre wachsamen Augen und ihre vergifteten Worte haben schon manches Königreich zur Strecke gebracht. Töte Traherne van Drifir. Setze die Fähigkeiten des Anführers ein. Okay. Mal reinschauen. So. Das ist Barbarei. Ein Angriff auf einen Gesandten. Guck, was der kann. Pass mal auf. Oh, der hat ganz schön Schutz auf jeden Fall. Statuseffekt, der einer erlaubt, am runden Ende auf dem Schlachtfeld zu bleiben und in diesem Fall ihre Basis. Okay. Verdammt, Statuseffekt, der die Einheit auf dem Spiel entfernt, nachdem sie viel verschwunden war. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh. Disziplin bringt uns den Sieg. Okay. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche ein Ziel. Schütze zu Diensten. Okay. Nee, rot an rot und weiß, dann passt es. Das ist Barbarei. Ein Angriff auf einen Gesandten. Aber wie sollen wir ihn töten, ist die Frage. Ach so, okay. Wie dumm von mir. Spiele die oberste, okay, pass auf. So. Wieder und wieder und wieder.
Können wir hier rausholen. Ihre Majestät weiß, was sie tut. Schütze zu Diensten! Herrin, Hoheit, haltet ein! Der Sold steht aus. Mal wieder. Warte mal. Machen wir erstmal so. So, das müsste jetzt ja klappen, oder? So, wollen wir die jetzt da reinsetzen? Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Zack. Ah. Sehr gut. Das war ja gar nicht so schwer. Die Eskorte des Gesandten wurde von Mevis Lyrian zermalmt, der Emissär selbst geschnappt und vor die Königin gebracht. Mit zerrissener Kleidung und blutigem Schädel wirkte er nicht mehr sehr überlegen. Euer Gnaden, was soll mit diesem aufgeblasenen Arsch geschehen? Wir töten ihn. Tötet ihn. Nehmt seinen Kopf und tut ihn in einen Honigkrug, der General Ebdahi mit meinen Grüßen zu überstellen ist. Der Gesandte diskutierte, protestierte, flehte, zitierte Konventionen, appellierte sogar an den Anstand. Mewe war für alles taub. Mhm. So bin ich. Ja. Ist auch ein bisschen frech von denen, ne? Warte durch. Wie kommen wir denn da hin, zu dieser Schatzkiste da hinten? Gibt's da hinten so einen Weg? Warte mal. Da kommen wir nicht längs, ne? Schade. Gut. Haben wir doch schon wieder einiges erreicht. So, wir gehen jetzt mal kurz hier in die unser Lager rein. Mit der Königin. Da hole ich gleich rein. Mann, du Zelt, so. Muss die Karten nochmal an. Ja, ein paar machen, ne? Ran die Karte. Die nämlich gar nicht so schlecht. Und dann müssen wir natürlich noch irgendwann nochmal unser Deck packen.
So, da wollten wir so gucken. Wir hatten, jetzt haben wir ja das. Wenn wir diese Fähigkeit nehmen, gucken wir uns das später mal an. Gut. Komm, das brauchen wir nicht. Messezelt. Reinhard reden? Nee. Wir machen Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann, tschüss.